So, herzlich willkommen hier bei Minecraft. Ja, der Drachenmogin, oder gesagt, der Drachenprinz, genannt Drachenmogin, ist wieder da. Ja, ich hatte es eigentlich anders geplant. Ich hatte jetzt die letzten 2 Wochen Urlaub und war einmal eine Woche im Norden von Deutschland und einmal eine Woche im Süden von Deutschland im Auto. Und ja, ich hatte zwischendurch, also ich hatte vorprogrammiert, würde ich schon sagen, vor Sachen aufgenommen und die dann im Urlaub teils freigeschaltet auf YouTube hier, also online gestellt, aber öffentlich so, dass es. Aber ja, war dann doch zu wenig. Und ich hatte die zweite Woche, da war ich ja, auf dem Privatgrundstück zwar, aber im Schwarzwald, mitten in der Pampa, wie man so schön sagt. Da gab es keinen Handyempfang, da gab es auch kein WLAN oder in dem Sinne kein Internet. Und ich war dann zwischendurch zwar immer mal wieder in Dörfern, wo es mal wieder Handyempfang gab. Einmal konnte ich dann auch wieder was online stellen, ist aber auch schon wieder, also öffentlich, ist aber auch schon jetzt wieder ein paar Tage her, glaube ich. Und ja, aber es gab im Urlaub einige Kommentare wieder, was mich sehr freut. Vor allem der Franzinator hat wieder ganz viel kommentiert. Eine kurze Sache, generell zu den Kommentaren. Ihr dürft gerne Tipps geben, aber nicht in dem Sinne, ich hätte das jetzt gern so, macht das bitte. Sieht besser aus oder wie auch immer. Ich habe mich hier, da war mich auch gerade hierzu ein Kommentar generell. Das sieht symmetrischer aus, diesen Gang 3 breit zu machen. Dann müsste ich diesen Gang 3 breit machen, dann müsste ich den Gang 3 breit machen, den Gang, ganzen Gang 3 breit machen, müsste ich die Treppe 3 breit machen. Und ich bin halt gewöhnt und generell bin ich eigentlich ein Mensch von nicht ungerade, sondern gerade. Und also Zahlen. Und man sagt zwar, alle guten Dinge sind 3, aber irgendwoher kommt das ja auch. Irgendein Mensch hat das mal in die Welt gesetzt. Ich mag die Zahl 2 halt sehr gerne, vor allem in Minecraft. Klar, okay, es ist 3 hoch der Gang. Gang, ja. Eventuell, vielleicht mache ich den irgendwann mal 4 breit und 4 hoch. Muss ich nochmal überlegen, auf Dauer gesehen. Aber eventuell mache ich auch nochmal, wenn wir dann, also wir hatten ja letztes Mal hier schön was gemacht. Ich finde, der Raum ist cool geworden für mich jetzt. Dazu könnt ihr gerne mal was schreiben. Genau. Und jetzt wollte ich eigentlich, obwohl das lästig ist, hier diese Schilder schreiben. Ich wollte hier, also da Kampf und hier Thema, wie kann man das nennen? Crafting? Oder ja, kann man sagen, so. Verzauberung, die man dann auf Werkzeuge legen kann, die man auf ja, teils auch auf Rüstung, aber die halt nicht für den Kampf sind, sondern eher zum Beispiel wie unter Wasser atmen oder so, oder ne, Glück kann man ja auch auf Schwert tun, auf das Schwert, aber da passt, finde ich, dann eigentlich eher. Ich habe jetzt gefühlt 2 Wochen kein Minecraft gespielt. Wie hieß das noch? Wie hieß das noch, was ich meine? Ich habe hier alle Verzauberungen aufgeschrieben. Plünderung, genau. Genau. Alle Verzauberungen mal aufgeschrieben. Vor dem Urlaub noch. Und letztendlich gibt es gibt ja seit der, hatte ich glaube ich schon mal erwähnt gehabt, seit der 1.19 eine neue Verzauberung. Huschen, die kann man dann auf höchste Verzauberung 5, kann man dann, wenn man schleicht, also ich glaube auf Füße oder auf Hose packen.
Wenn man schleicht, kann man schneller schleichen. Je nachdem, welche Stufe man hat. Das war eigentlich ganz cool, finde ich. Genau, und dann gibt es, glaube ich, noch eine, aber die gibt es ja hier nicht. Im normalen Minecraft, sage ich jetzt mal. Muss mal kurz gucken. Hier aufgeschrieben. Weiß ich es gar nicht. Naja, wie auch immer. Auf jeden Fall muss das ja mal gemacht werden, ne? Genau, dann fangen wir mal hier an. Achso, brauchen natürlich die Liste nicht wegpacken hier. Also Drachenmurin. Ja. Genau. Wir hatten, ich glaube, 40 Verzauberungen. Oder 39. Und da hatte ich dann halt gesagt, immer 4. 4, 4, 4, 4, 4. 5 mal 4, 20, genau. Und 19. Genau. Und dann, ja, hatte ich das so. Mehr alles. Ich muss hier mal kurz meinen Schreibtisch ein bisschen machen. So. Also. Muss ich vielleicht doch hier anfangen mit dem. Und dann hatte ich das so. Ich pack das hier rechts, ne? Zack. So, eins habe ich. Ah, so, habe ich da drunter. Behutsamkeit. Dann habe ich Effizienz. Ja, und Eisläufer. Ne, geht nicht. Ah, egal. So. Genau. Eisläufer unten, Atmung oben. Atmung brauchen wir viel. Behutsamkeit und Effizienz hier. Sozusagen die Kiste dann. Und dann halt kann man schön voll. Und wenn man dann irgendwann von einer Sache noch mehr hat, dann muss man sich was einfallen lassen. Da fällt mir bestimmt was ein. Genau, so, und das heißt hier, zweite, zwei habe ich hier, habe ich Federfall. Zwei, nächste zwei ist dann Glück. Das nächste ist das gleiche, nur Glück des Meeres. Oh. Leeres. Und auch sehr, sehr wichtig, halt war kalt. Ja. So, dann wandern wir rüber. Zack. Dann haben wir 3, 3, 3. Okay. Finde ich jetzt blöd. Weiß ich jetzt nicht. Also das ist dann, glaube ich, ungleich, aber okay. Gut, bei 3 sind wir jetzt, ne? Dann haben wir Huschen. Dann haben wir Köder. Genau, für die Angel. Reparatur. Und dann haben wir noch Seelenläufer. Zack. So, Köder und Reparatur kommt dann hier hin. Köder brauchen wir selten, obwohl Köder und Huschen könnte man zusammen dahin tun. Und dann hier noch, bumm, die vierte. Dann haben wir da Sog. Wasser, Affinität. Und das letzte, Wasser, ja, wer weiß es, Läufer. So, bumm. Dann habe ich doch zu viel gemacht und von den anderen zu wenig wahrscheinlich. Mal gucken.
Schauen wir mal. Wir fangen an. Ja. Eben da. So. Fünf. Bann. Dann Durchschuss. D wie Dornen. Das mag ich auch sehr. Ich finde Dornen einfach cool. Sogar Dorn kann man drei höchste. Das wollte ich dann, ja genau, da wollte ich dann noch in jede Truhe. Das muss ich dann aber noch mal herstellen. In jede Truhe ein Buch, wo dann die vier, also drei Verzauberungen erklärt werden. Also was das ist, worauf man das machen kann und welche Höchststufe es gibt dafür. Damit ich nicht immer im Internet nachgucken muss. Oder wir hier auf dem, in dem Lande, auf dem, auf der Insel. Ja, genau. So, Donnen, dann fangen wir E. Entladung. Um. Dann 6. Was gibt's noch mit E? Ex. Explosion. Gut. So, dann geht's weiter mit Buchstabe F. Feuer. Schutz. Da kann ich sagen, Schutz generell gibt es ja auch, aber passt theoretisch, aber nicht vom Buchstaben her. Wir wollen das ja ein bisschen geordnet machen, nicht themenmäßig, sondern also schon, aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Nach Buchstaben. Und genau, Feuerschutz. Dann die zwei unnötigsten. Fluch der Bindung. Oh, falsche Taste gedrückt. Bindung. Obwohl das kann auch cool sein, aber etwas nicht ausziehen zu können. Ne, Fluch der Bindung, dann kann man, wenn man die Rüstung anzieht, die das hat, kann man es nicht wieder ausziehen. Erst wenn man, wenn sie aufgebraucht ist. Und das zweite, Fluch des Verschwindens. Oh. Fluch D Punkt, kann man das machen? Ah. Na? Fluch D Punkt. Irgendwie komisch aus, ne? Verschwinden. Nee. Wie habe ich denn das geschrieben? Verschwinden. Okay. Jeder weiß, was gemeint ist. Verschwinden. Das kann man schon erahnen. Verschwinden. Drachmoin, ey, du kannst nicht mehr schreiben. Verschwinden. Ich habe doch eben was weggemacht. So kann ich jetzt. Verschwinden. Ah ja, okay. So. Ja, das sieht besser aus. Bumm. Da haben wir. Dann haben wir hier. Zack. Oh. Wartet mal. Ich habe was vergessen. Das muss ich nochmal neu machen. Wartet. Ja. So, nochmal. Entschuldigung. Explosionsschutz. Dann hatten wir Feuerschutz. Und jetzt kommt Flamme. Geil. So, und jetzt kommt Fluch der Bindung. Beim nächsten Mal kommt das andere. Fluch, ach ne. Fluch D. Verschwinden.
Ja, okay. Such D verschwindend. So, dann Harpune. Ich habe die geschrieben, ja. Dann mehrfach Schuss. Auch cool bestimmt. Und dann, was ich eigentlich relativ langweilig finde. Aber wenn man drauf steht, Nemesis de Lieder. Der geht nach Füß. Ja, geht so. Nemesis der Gliederfüß. So. Dann. Zack. Nummer 8. Rück. Los. So, ne? Mit SZ, glaube ich. Schärfe. Auch cool. Rückstoß finde ich eigentlich. Obwohl Rückstoß geht eigentlich, ne? Also wenn man jetzt ganz viele Monsterhorden hat, dann macht es eigentlich Sinn. Schlag. Und ich ist blöd. Ja, ich habe was vergessen. Nochmal. Schlag. Schärfe. Warum habt ihr ja nichts gesagt? Rück. Nee, mein Stoss. Los. So. Was fehlt denn hier? Lin. Wie schreibe ich denn Lin da rum? So. Das passt. Plünderung finde ich geil. Rückschuss, ja. Schärfe geil. Schlag ist ja dann auch cool. Schlag. Kann man 2 nur. Okay. Höchste Stufe 2. Aber okay. So, dann da Nummer 9. Schnellladen. Interessantes Wort mit 3 L. Wie Liebe. Schnellladen. Dann. Schuss sicher. Dann. Schutz. Der Schutz. Und ich wollte schon sagen, rein Schwangerschaft, nein. Wung. Kraft. Auch cool. So. Ich glaube, jetzt gibt es noch einen Zehner, ne? Ja. Dann muss ich das hier. Oh. Aber ihr könnt gerne nochmal überlegen, schreiben, wie auch immer, in die Kommentare, was man hier noch hin machen kann. Eine Pflanze macht ja nicht viel Sinn. Weiß nicht. Oder auch hier die Wand. Vielleicht macht man da noch mal ein Loch und wie auch immer. So, was fehlt jetzt noch? Natürlich, die Stärke. Für den Bogen 5. Stärke 5. Und dann Reue. Und dann auch mega. Ich glaube, das ist einer im Kampf für den Bogen das Beste. Unendlichkeit. Und das letzte V, was könnte es sein? Natürlich die Verrennung. So, fertig. Und jetzt können wir das Wenige, was wir haben, sortieren. Endlich. Es ist nicht geschrieben. Ja. Aber wir haben ja viele Bücher, also mal gucken. So, wir haben jetzt. Wir haben Schärfe 1. So, den Block erstmal beiseite. Achso, ich muss noch ein bisschen was trinken. So. Ein Wasserglas, so ein. Das heißt normal. Und etwas größer, ich glaube 300 Milliliter Glas, könnte ich mir vorstellen.
mit Wasser und Calcium-Tablette, die man auflösen kann. Nur ein kleines bisschen. Ja, gönne ich mir manchmal. Also Schärfe ist bei S und Rot. Schärfe, Schärfe, Schärfe. Da. Mittig. Gut. Schärfe. Schärfe. Nicht. Ah, genau, und Schusssicher. Schusssicher hatten wir auch in der Mitte. Durchschuss, effizient. Und wenn zwei sind, dann würde ich das obere machen und dann hier unten drunter. Oder eine extra Kiste vielleicht, wo doppelt es dann ist. Schusssicher. Schutz und Schwungkraft. Schusssicher, schnell laden. Hol schusssicher. Schusssicher und schnell laden. Könnte auch oben rein. Schutz. Ja, mach ich Schutz hier. Wasserwanne müssen wir sagen. Unendlich der Rückstoß. Schärfe. Behutsamkeit, effizient. Wasserläufer hat Zeit. Okay. Machen wir jetzt hier. Ja, das Doppelte lasse ich erstmal noch draußen. Ne? Wasseraffinität ist die. Wasseraffinität ist hier. 3. Naja, okay, gut. Weiß ich nicht. Ich glaube, 3 ist das höchste. Federfall. Wasser. Wasseraffinität. Auch. 1, okay. Also, Wasserläufer. Oh, Wasserläufer kommt nach unten. Halt, okay. Wasserläufer, 3. Zweimal Wasserläufer. Nein, ich glaube, 3 ist auch das höchste, ne? Kurz gucken. Ja. Wasserläufer, 3. Ja, ist das höchste. Cool. Jo. Schön, schön. Haltbarkeit. Ah, Haltbarkeit. Gab es mehrere, oder? Okay, unendlich hatte ich eben gesehen. Unendlich. Ach, das ist Kampf. Ich jetzt da Treue, Stärke und Endlichkeit, Verbrennung und Endlichkeit, Verbrennung und Endlichkeit mache ich unten hin. Verbrennung, habe ich Verbrennung? Hatte ich doch, oder? Federfall, Köder. Köder. Köder, Huschen und Köder mache ich hier hin. Federfall. F. Rückstoß. Plünderung, Rückstoß, Schärfe, Schlag. Rückstoß schon hier, ne? Ach, Schärfe. Da mache ich Rückstoß hier hin. Da. Schärfe. Durchschuss. Und effizient. Und, Durchschuss. Das ist hier, ne? Ne, da. Bann-Durchschuss, Dornen-Entladung. Mache ich Durchschuss, glaube ich, eher selten. Und das sind die Vierer. Vielleicht mache ich die da in der Mitte. Zack, 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 zack. Okay. Wir machen die Schilder jetzt zurück. Und dann war es bei der Aufnahme wieder. Mit dieser hier zumindest. Ja, so. Wer Schild, Schild. Generell hier. Oh. 4, okay.
Ja, gut. Dann, ich gerne mal wissen, wie man jetzt hier. Ach so, eine Uhr. Eine Uhr bräuchten wir hier. Oder, nee, haben wir doch hier. Ah, es wird. Wird's Tag oder wird's Nacht? Oh, da steht da was mit 7. So. Kann man hier nicht anmachen, ne? Okay, aber ich guck mal eben. Ich pack die erstmal wieder zurück. Ne, ich pack die hier rein. Das ist noch ein Kompass, krass. Mal kurz hochgucken. Ah, es ist Tag, okay. So, ich finde das cool, dass hier die Schildkröten. Und die da hinten, die. Hier muss ich nochmal überlegen, ich würde den Strand gerne so lassen, also was heißt so, kein Gebäude drauf bauen oder vielleicht nur einen Überstand oder so. Ich finde, das hat nämlich was. Aber die Schildkröten, die wechseln sich hier ab, glaube ich. Da, und mach gleich Platsch. Ja. Ja, cool. Dass die hier so ein Stängel jetzt haben, hatten die früher auch nicht. Finde ich mega. Gut. Dann, ja, ich würde sagen, dann mache ich mal hier wieder in unserem gewohnten frühen zweiten Platz, ne? War das eigentlich letztendlich. So. Das Haus wollte ich, ja, habe ich schon öfter gesagt, ne? Mal geht nicht. Okay. Gut. Dann sage ich hiermit bis zum nächsten Mal. Und danke fürs Zusehen. Gerne auch abonnieren, wenn es euch gefallen hat. Oder wenn ihr mich unterstützen wollt. Noch passiert nicht viel, aber ihr helft. Ihr hilft mir, dass ich weiterkomme. So. Natürlich gerne auch die Glocke aktivieren, ne? Wie man so schön sagt. Gut, und gerne liken das Video. Gut, bis zum nächsten Mal hier, euer Drachenmurin. Bis dann, ciao.